meine Liebe. Ja, mal wieder ein Quasi-Video und zwar zum Thema Produzieren, wenn man schon Ü50 ist. Ich habe damit auch wieder angefangen, also wie halt gesagt, hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erzählt, also ich selber produziere schon seit 1985 mit meinem ersten Synthesizer, wobei ich sage jetzt mal produzieren, na, ihr wisst, was ich meine, ich habe einfach Musik gemacht, hatte verschiedenste Korg-Synthesizer, Alize-Synthesizer, habe die wiederverkauft, verschiedene Drum-Maschinen, hatte Modularsystem, habe dann Dawless-Jams gemacht und zwischendurch immer wieder aufgehört und wie viele von uns habe ich jetzt gemerkt, bin ich einer von denen, die zu Corona wieder angefangen haben, trotz etwas gehobenen Alters zu produzieren. Das Ganze hat ein paar Vorteile, das Ganze hat ein paar Nachteile und da wollte ich heute einfach mal mit euch ein bisschen was drüber reden und euch motivieren, auch, dass ihr das nicht einfach so abtut, sondern dass ihr da einfach weitermacht. Warum machen wir das Ganze? Naja, für uns war es schon immer ein Hobby. Andere Leute sammeln Eisenbahnen oder sind Fußballfans und für mich ist es ein Hobby immer schon gewesen, dass ich einfach verfolgen musste. Ohne Musik machen fehlt mir irgendwas. Das, was wir uns natürlich heutzutage, wenn wir damit wieder anfangen, auch im Klaren werden müssen, ist, wo will ich denn hin? Will ich einfach nur eigene Musik machen oder möchte ich die Sachen auch releasen? Und zum Thema Releasen habe ich noch zwei andere Videos gemacht, die ich euch auch hier verlinke. Und zwar einmal das Thema, wie komme ich an Labels, beziehungsweise wie mache ich meine Sachen, meine Tracks fertig, damit ich wirklich auch auf Labels release. Oder der zweite Teil, das ist, wie kann ich auch independent releasen. Also wie bekomme ich meine Musik raus, weil es ist natürlich immer schön, Feedback zu kriegen. Und da in dem zweiten Video zeige ich euch, wie ihr oder gebe euch ein paar Möglichkeiten, wie ihr Musik independent releasen könnt. Und worauf ihr da achten muss. Okay, erstmal zu den großen Vorteilen. Also die ersten Vorteile, wir sind natürlich gesetzter. Wir haben nicht mehr so eine Eile und wir bringen auch etwas mehr Erfahrung mit. Und hier gehe ich mal an die Leute, die so um die 50 sind und schreibe mal Jean-Michel Jarre, Oxygen, ne, oder Tangerine Dream oder Kraftwerk oder The Front of Two. Als sie rausgekommen sind damals, also das sind Sachen, die mich dann gecatcht haben, dieser ganze Bereich The Clinic. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir damals, weil wir halt nicht so viel Medien oder Internet hatten, war für uns Musik, hatte eine ganz andere Bedeutung, eine viel tiefere, emotionalere Bedeutung als heute. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil. Und natürlich, wir sind auch gesetzter, wir müssen uns nicht mehr abhetzen im Alter. Das heißt, wir haben auch schon nebenbei an den Wochenenden schon etwas mehr Zeit, wo wir uns mal eben verkriechen können. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist nicht bei allen so, aber ich muss nicht jedes Wochenende auf eine Party gehen, weil ich weiß, wie viele Tage ich mich erholen muss, wenn ich ein einziges Mal auf eine Party gegangen bin oder zu einem Konzert oder Festival. Also das ist wird im Alter schon immer besser und immer länger. Ja, wir sind also etwas gemütlicher, lassen uns nicht mehr so hetzen und wir lassen uns Gott sei Dank auch oft nicht mehr von der ganzen Werbung so reinlegen. Auch wenn wir neu in die Thematik reinkommen, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Sachen, die wir wieder lernen müssen. Aber wir lassen uns von den ganzen Sachen nicht so reinlegen, weil wir sind damals mit etwas weniger ausgekommen, ne? Also ich hatte damals, was war das, ein Atari oder ein Amiga, der hinten die beiden MIDIs hatte, damit habe ich gearbeitet, dort ist eine Wavestation und wir waren halt, weißt du, 8 Tracks war schon super, wenn wir mit 8 Spuren gearbeitet haben, später mit 16, das war der Wahnsinn, aber wir waren halt damals auch begrenzt und deshalb kommen wir auch mit weniger Sachen aus und können deshalb auch einen anderen Stil programmieren. Ein großer Vorteil ist natürlich für uns, wir haben wieder eine neue Challenge im Leben. Also man soll ja nie auslernen, ne? Das bringt also alles den Kopf wieder im Schwung. Das heißt, Next Level, sich neue Doors beibringen, neue Plugins beibringen. Die Möglichkeiten im Gegensatz zu früher sind ja heute Wahnsinn. Also wenn ich daran denke, was wir damals Kohle ausgeben mussten, also ich für den ersten Korg MS-20, oder später für den Alesis S4, also was wir da reinbuttern müssten und wie viel wir gearbeitet haben, um uns das leisten zu können, das kriegt man ja heutzutage teilweise alles kostenlos. Und ja, auf jeden Fall, das ist heute schon etwas besser. Dann noch haben wir einen riesengroßen Vorteil und zwar, wir haben so viel Musik durchlebt, so eine Entwicklung,
Wie halt gesagt, wenn man sich das anschaut, die ganzen Großen oder viele von den Großen, wir haben ja damals auch mit dem IBM und Gothic Rock angefangen, dann kam zwischendurch war da noch Punk, dann war Hip-Hop, dann kam groß auch die elektronische Musik, dann erst mit Techno und so weiter und so fort. Das heißt, wir schöpfen natürlich auch von den Emotionen und vom Gehör aus einem ganz anderen Pool als jüngere Leute. Also wie halt gesagt, da nehme ich jetzt nicht nur die EU50 mit rein, sondern auch noch die etwas älteren Millennials, die haben das alles auch noch überlebt. Und das hat natürlich diese Einflüsse, sorgen natürlich auch in der heutigen Musiklandschaft dazu, dass wir nicht den 0815-Kram machen, sondern dass wir verschiedene Stile mischen und damit auch wieder neue Musik kreieren können, die halt nicht Standard ist, die sich nicht immer gleich anhört, sondern wir haben halt die Möglichkeit, etwas zu bewegen, indem wir dann doch vielleicht für den einen oder anderen so ein paar interessante Sachen wieder mit reinbringen, die er dann in seiner Musik unterbringt, weil er die bei uns hört. Wie er hat gesagt, wir haben das ja damals Musik ganz anders geliebt und konsumiert. Wir haben auch nicht mehr, das ist auch ein großer Vorteil, also die meisten, die ich kenne, haben auch nicht mehr so diesen Wunsch nach Fame. Also wie er hat gesagt, mit U50, wenn ich mir das vorstelle, ich müsste jetzt jedes Wochenende irgendwo Gigs spielen oder dann als DJ auflegen, das macht beim Blutdrucksenkern und den anderen Medikamenten, das macht meine Pumpe einfach nicht mit. Ne? Und damit brauche ich mich da auch nicht abzuhetzen, sondern kann einfach frei machen, was ich will. Und das Ganze ist gemütlicher. Und ja, das sind natürlich riesengroße Vorteile, die wir mitbringen. Und wie halt gesagt, es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, dass wir hier unseren Traum ausleben und einfach weitermachen und mit den Techniken von heute, selbst wenn wir dann unsere Kinder oder Enkel fragen müssen, wie das geht, dann einfach Musik zu machen und die dann auch sogar selber zu releasen. Wie hat gesagt, also ihr seht hier bei mir zum Beispiel mal, ich musste mich in Bitwig einarbeiten, ich bin immer noch dabei, mich einzuarbeiten, ich habe Bitwig jetzt seit einem Jahr, ich habe dann vorher die ganze Zeit mit der Maschine, oder jetzt über ein Jahr, ich habe davor die ganze Zeit mit der Maschine gearbeitet und gedjayt und das musste ich mir alles beibringen, aber das macht halt auch saumäßig viel Spaß. Hier seht ihr mal so ein Projekt, wie ich mir das aufgebaut habe und ja, hier sind die Release mittlerweile von meinem eigenen Label, Advina Moon, die gibt es bei Artcore, das ist meine D2C-Seite, also nicht nur von mir, sondern auch von meinen ganzen Künstlern, die mit dabei sind. Und ja, ich habe es auch geschafft, ich bin auch auf Beatport, habe ich auch released. Da sind einige Tracks von mir drauf. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Welche Nachteile haben wir denn? Ja, es ist eine neue Challenge, aber wir sind nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, die Masse an DAWs und die Masse an Plugins, die ist schon erschlagend. Also das war früher etwas einfacher. Man konnte sich Synths leisten und die hat man sich gekauft. Man war froh, wenn man eine 303 hatte und da hat man schon gut für in die Tasche gegriffen. Heutzutage gibt es, ich glaube spontan, 10 kostenlose 303-Plugins. Mittlerweile diesen Sound kann, der hat sich so etabliert, der ist überall drin. Wie hat gesagt, in der Maschine-Software zum Beispiel, der Bass-Synthesizer ist moduliert nach einer 303. Hier in Bitwig selber habt ihr den Polymer. Im Polymer selber habt ihr auch 303 Sounds und könnt ihn auch genauso schön spitz laufen lassen. Das ist natürlich schon eine Masse, die erschlägt. Und jetzt kommt wieder das Doofe am Alter, auch ein Nachteil. Wir lernen langsamer. Und dafür, dass wir langsamer lernen, vergessen wir aber auch schneller. Also das passiert mir sehr oft, dass ich hier drin bin und in Bitwig und dann weiß ich nicht mehr, wie ich vor 2 Monaten irgendwas gemacht habe. Und muss dann wieder nachschauen. Und was haben wir noch? Ein kleiner Nachteil ist die Ohren, unser Gehör. Unser Gehör wird immer schlimmer. Da habe ich auch mal eine Seite für euch rausgesucht, beziehungsweise einen Tipp für euch. So, hier gibt es Hörtests im Alter, die kann man mal durchmachen. Aber das ist halt ein bekanntes Problem, dass im Alter einfach höhere Frequenzen sozusagen ausgeschaltet werden. Zwischendurch bekommt man auch schon mal oder hat man schon mal einen Tinnitus gehabt oder sowas. Das wird dann halt auch etwas schwieriger. Früher haben wir auch sehr, sehr viel gejammt oder nur Loops gemacht und das war etwas alles freier. Heutzutage, das ein vernünftiges Arrangement hinzukriegen, da gibt es auch haufenweise Videos zu. Aber das ist natürlich auch schon wieder eine ganz andere Welt, in die man sich dann wieder einarbeiten muss.
Was noch, als ich angefangen habe, wie halt gesagt, ich komme viel aus dem Dolls Jam, von den Modularsystemen. Also da sich wieder in das ganze Sachen aus einem Loop, den man gespielt hat. Also ich weiß noch damals mit unseren Sequencern, wir haben uns Loop fertig gemacht und dann haben wir einzelne Teile einfach gemutet und entmutet mit leichten Übergängen und das war's dann. Und daraus haben wir teilweise einen 20, 25 Minuten Track gemacht, beim vor allen Dingen mit dem Modularsystem. Und jetzt sich dann in ein vernünftiges Arrangement einzuarbeiten, das ist natürlich auch wieder eine Challenge, die aber auch Spaß macht. Und natürlich der Klang von heute. Also früher haben wir einfach mal so Musik gemacht. Heutzutage dann diese ganzen Herausforderungen, auch um Mixdown vernünftig hinzukriegen, die Sachen in Gruppen, FX, Basses, XF, der Drum Channel und diese ganzen Sachen, das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung. So, und jetzt zum Schluss einfach noch ein paar Tipps. Erstens, lasst euch den Spaß nicht verderben bei diesen ganzen Herausforderungen, denn es macht Spaß und auch wenn wir länger brauchen, wir kommen immer noch ans Ziel, weil toi toi toi, hier auf Holz geklopft, wir haben natürlich noch Zeit. Denn dank dem Internet, was wir ja früher nicht haben, so viele Leute, also unter anderem, deshalb mache ich das auch für die ältere Generation ein bisschen, es gibt im Internet so viele Leute im gleichen Alter, die auch dieselbe Musik machen, wie halt gesagt, bei mir Techno, die Musik machen, die auch produzieren und mit denen kann man sich super austauschen und da kann man auch zum Beispiel Trackbuddies finden. Trackbuddies sind Leute, also das ist glaube ich nicht international anerkannt, wir in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe von den Producern und Labeln haben das mal einfach so genannt. Das sind einfach Leute, die sich die Tracks anhören und dann probieren, einem noch Tipps zu geben, entweder weil sie weiter sind und wenn ich etwas Neues finde, dann tausche ich mich da mit denen auch aus und da gibt es auch einige Discord-Kanäle. Ich kann immer nur wieder, wenn ihr auf die Seite von Polarity geht, den Polarity empfehlen oder Bitwig ist ein bisschen was voll, aber da kriegt ihr auch gute Tipp, den Discord, aber ich kann auf jeden Fall den von Polarity empfehlen, weil das sind Leute, die sind weiter als ihr und Leute, die halt noch was dazulernen und man tauscht sich da gerne aus und das ist immer sehr, sehr beruhigend, dass man da was lernen kann. Dann wollte ich euch mal eine zweite Sache noch erklären. Es ist egal, welche DAW ihr benutzt. Bitwig ist natürlich super geil. Für mich ist Bitwig unter anderem, also die Sache ist, warum Bitwig ist eine ganz einfache Sache. Ich habe mir einige DAWs angeguckt. Ich komme super mit der Maschine zurecht, aber die hat halt ihre Grenzen. Und da ich aus dem Dolls Jam komme, ist natürlich diese ganzen Sachen, die hier in Bitwig mit dem Grid sind, das ist natürlich schon der Hammer, da fühle ich mich zu Hause. Und es war einfach eine DAW, ich habe sie ausprobiert, sie hat mir gelegen und ich konnte damit gut arbeiten. Es gibt andere Leute, die haben halt Ableton oder Studio One oder sonst was. Es ist egal, welche ihr nehmt, ganz ehrlich, wir haben so viel erlebt. Ich habe noch mit Trackern angefangen. Ich habe zum Beispiel immer noch Renoise, das ist immer noch ein Tracker, mit dem ich arbeite. Und ich habe dann auch zwischendurch Reaper benutzt, um Musik zu machen. Es ist egal, Hauptsache ihr fühlt euch wohl und ihr kommt damit zurecht. Und das ist, wie halt gesagt, das Wichtigste. Lasst euch da nicht reinreden. Finanzfrage ist natürlich ganz klar, da muss man vielleicht mal ein bisschen drauf achten, aber in unserem Alter, naja, ist das auch alles machbar, weil, wir sind ja nicht mehr so viel auf Fäden, da können wir die Kohle auch dafür ausgeben. Dann noch ein ganz guter Tipp und zwar auch zu den Problemchen, die wir mit den Ohren haben, schont euer Gehör. Ganz wichtig für uns in unserem Alter. Und da gebe ich euch einen kleinen Tipp, wenn ihr euch Kopfhörer holt, holt euch halboffene Minimum oder wenn es geht, ganz offene Kopfhörer. Mit geschlossenen Kopfhörern habt ihr das Problem, dass ihr zu viel Druck auf den Ohren habt und da wir sowieso schon etwas weniger hören, also etwas schlechter hören als die anderen, sind also auch teilweise, also große Boxen sich anzuschaffen, Studiomonitore, das ist ganz toll, aber viele von den Sachen verfärben auch den Klang und dann ist man auch sehr schnell frustriert, weil man den Klang nicht, also man bekommt im Endeffekt nicht das raus, was man hört und dann gibt es halt einige Kopfhörer, die sind halt vom EQ-Level her relativ flat, das sind spezielle Abholmonitore und die kann man sich nehmen, damit man wirklich auch mal das hört, was nachher rauskommt. Ich weiß, bei mir war es dann halt relativ frustrierend und bei mir auf meinem Buy Me Coffee gibt es dann auch für die Member, gibt es dann auch mal ein paar Tipps, praktischere Tipps dazu, was man sich da anschaffen kann. Aber wie halt gesagt, für euch, nehmt euch nicht das Teuerste. Es müssen keine 800 € Kopfhörer sein oder 4.500 € Kopfhörer. Es gibt billigere Kopfhörer, das sind Abhörkopfhörer.
Die haben eine relativ flache IQ-Kurve und die tun euch da gut. Aber wie halt gesagt, achtet da drauf, halb offen oder ganz offen. Viele sagen, wenn man halb offen nimmt oder ganz offen, dann hat man eher den Raumklang. Für uns ist aber wichtig, dass wir zusätzlich nicht noch beim Gehör einen Druck drauf bekommen und natürlich Pausen machen. Ne? Also alle 2 Stunden spätestens mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Pause machen und dann wieder sich dran setzen sollte, so ein kleiner Rhythmus wären, den ihr da habt. Dann gibt es noch einen Teil, den wir natürlich machen können. Und zwar geht es jetzt wieder auch um das Gehör, aber das Gehör nur lernen. Ich habe hier mal mein Traktor aufgemacht und einfach von Native Instruments eine Standard Track reingeladen. Ich meine mit Ear Training oder Gehörtraining nicht das Hören nach, also das Hören das ist jetzt ein C-Moll, minus 7 irgendwas, sondern das Tracks hören ist sich ganz einfach für den Bereich Techno oder andere Sachen zum Beispiel mal angucken. Wie werden denn Tracks aufgebaut? Ne? Und das ist halt sehr schön, wenn ihr eine DJ-Software nehmt. Ich selber habe Traktor Pro, aber es gibt auch kostenlose DJ-Software, wo ihr einen Track reinladen könnt. Dann seht ihr zum Beispiel, auf wie viel BPM spielt der denn. Ihr könnt teilweise sehen, was für eine Note der hat. Was haben wir hier? Hier haben wir 4M, das ist also 4 Moll. Da gibt es so ein Rädchen, kann man nachgucken, in welcher Tonart der spielt. Ihr könnt hier nachschauen und könnt auch genau nachzählen. Schaut mal hier, 8 Bars, ne? Und dann ist hier irgendein Wechsel, das sehe ich in der Farbe. Und dann gehe ich weiter, hier bin ich bei 16 Bars, da ist wieder ein Farbwechsel, hier bin ich bei 24 Bars, hier bin ich jetzt bei 32 Bars, dann passiert hier was, dann passiert da was. Und mit so einer DJ-Software, also wenn ihr nur Tracks hört, das findet ihr auch in vielen Videos, wenn ihr nur Tracks hört und schreibt euch das dann auf oder ihr zählt dann halt mit, das ist genau diese Übung, nur wir machen uns das einfacher, indem wir eine DJ-Software nehmen. Wir wissen genau, wie viel BPM und wir sehen es farblich auch, sozusagen, wann was Neues kommt und dann können wir uns mal anhören, wie machen die denn die Kick? Was kommt denn jetzt mit dazu? Jetzt kommen Hi-Hats, jetzt macht er das in diesem und diesem Rhythmus und vor allen Dingen auch das Lernen für Arrangements. Ich kann mir halt, wenn ich mir Techno-Tracks reinlade, kann ich halt ganz genau sehen, wie andere Leute ihr Arrangement aufbauen und kann das dann so ähnlich in meinen Tracks nachbauen. Das ist ganz gut. Und dann noch ein kleiner Tipp dafür, dass wir halt langsamer lernen und dafür auch schneller vergessen. Wenn ihr in eurer DAW drin seid, hier vor allen Dingen in, immer einfach hier auf den FX, wenn ihr hier drin seid, habt ihr immer die Möglichkeit, euch eine Chain zu machen. Und ihr seht, ich habe hier schon allerhand standardmäßig von Bitwig, teilweise auch von mir. Und wenn ihr euch eine Chain macht, die ihr euch dann mit Rechtsklick, könnt ihr die als Preset speichern. Dann könnt ihr euch bei bestimmten Thematiken, zum Beispiel Mixbus, Channel Strip. Wie halt gesagt, auf meiner Buy Me Coffee Seite gibt es einen Channel Strip in Bitwig für Techno, also nicht für Techno allgemein zum Produzieren. Jetzt schon in Version 2. Ich habe da noch ein bisschen dran rumgebastelt. Und es gibt eine Chain für einen Techno Rumble. Die gibt es beide kostenlos übrigens. Link ist unten drin in der Beschreibung. Die könnt ihr euch da rausziehen. Aber Chains hier oder wenn ihr in einer anderen DAW seid, sich so eine FX-Chain Plugins laufen, also einfach zu speichern, das ist halt sehr gut, um das zu lernen. Also ihr könnt jetzt auch hier reingehen, wenn ihr eine bestimmte Art habt, wie ihr eure Kick abmischt. Schmeißt euch diese Sachen in eine Chain rein, speichert das ab, benennt sie richtig. Von mir aus einmal, das hier ist mein Mixdown für die Kick, das ist der Mixdown für den Bass. Hier habe ich noch einen Mixdown für irgendwas. Knallt euch alle Module rein, die ihr prinzipiell verwenden könntet. Ihr könnt die ja deaktivieren, das ist das Schöne im Bitwig. In den meisten DAWs auch, sobald ein Modul deaktiviert ist, verbraucht das auch keine CPU. Speichert die Sachen und hier in Bitwig könnt ihr das dann auch sehr gut halt nachschauen. Sozusagen oder einfach immer den Standard wieder rausholen und dann euch nochmal die Plugins angucken. Dann kommt ihr ein Stück weiter und vergesst halt auch nicht mehr so viel. Hier auch nochmal eine Art zum Templates. Ihr könnt natürlich auch bestimmte Templates hier abspeichern, beziehungsweise hier oben File Save as Template. Das heißt, wenn ihr hier bestimmte Arrangements habt, einmal dann durcharrangiert habt oder einen bestimmten Workflow gefunden habt mit den ganzen Plugins, könnt ihr euch das Ganze auch als Template
leer machen und dann als Template speichern und diese Templates gut benennen, gut organisieren und dann damit weiterarbeiten. Ich meine, macht man sowieso, ne? Außer, ich habe noch nicht so viele, ich müsste da noch etwas mehr dran arbeiten, so eigene Nase, ne? Aber das macht man sowieso in der Musik. Das haben wir damals nicht gemacht, weil wir haben uns das immer aufgeschrieben auf Blätter. Aber jetzt mit Template und diesen ganzen Chains und FX-Layern und so weiter, mit denen ich hier in Bitwig arbeiten kann, also ich kann es euch nur von Bitwig sagen, weil das ist halt meine DAW, damit erleichtern wir uns das Leben. Und man kann es halt sehr gut als Gehirnstütze, kann man das halt gebrauchen, sozusagen wie mein kleines Notizbuch. Und auch ganz wichtig, selbst hier in Bitwig, ihr seht es, wenn ich, jetzt muss ich meine Nase aus dem Weg nehmen, Moment, ohne Cam. So, einmal ohne Cam, ihr geht hier unten nicht auf die Lupe, sondern ihr geht hier drauf, habt ihr Settings und ihr habt die Infos. Selbst hier könnt ihr euch noch Notizen reinschreiben zu euren eigenen Tracks, was euch da geritten hat, welche Root-Note ihr verwendet habt und diese ganzen Sachen, damit ihr da immer wieder drauf zugreifen könnt und dann da noch etwas besser mit sozusagen zurechtkommt, anstatt das alles auf 5000 Blätter in einem Buch reinzuschreiben und das dann nachher nicht mehr wiederzufinden. Das ist eigentlich sehr praktisch an der Zeit, heutzutage damit arbeiten zu können. Und ansonsten nicht aufgeben, ganz wichtig, einfach machen, weniger Videos gucken, außer meine natürlich, mehr produzieren, mehr rumjammen. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was weiterhelfen oder sozusagen neue Inspirationen für irgendwelche Sachen geben zum Produzieren. Auch ab Ü50 bei mir oder wie halt gesagt, Late Millennials dürfen auch noch mitspielen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Liebe Gruß aus Belgien, euer Alexander.